Ich sag so, ich hab nichts gegen die alle, ich gehöre selber dazu, ich bin trans. Aber ich sag euch, diese Schwulen und diese Lesben, die sind unnötig. Hör mich nicht, du Bastard. Was geht ab, Freunde? Wir sind wieder da, toll, guck mal. Alles, was sie nun tun müssen, ist sich einfach zu entspannen. Wir werden herausfinden, was die Leute hier... Wir fragen die Leute heute ein bisschen so aus, wie man küsst, wie man sich als queere Community vereint. Hallo! Komm mal hier mal raus! Hi! Welche Pronomen hast du? Sie. Ja, sie ist? Ja, mal maskulin, mal feminin. Gerade so eher sie. Und wer sind Sie? Ich bin der Luke. Wie heißen deine Pronomen? He und they. Was? He und they. Seid ihr zu dritt? Ja, wir sind noch zu dritt, ja. Macht ihr auch zu dritt? Nein. Entschuldigung. Normalerweise trägt man BH in der Größenordnung. Ich weiß. Bist du ein Engel? Ja. Aber du siehst aus wie ein Teufel. Danke. Bleib doch mal hier. Wie sind deine Pronomen? They he. They he? Ja. Also männlich? Ja. Bist du ein Man? Ich bin non-binary. Was heißt das? Also ich bin weder Mann noch Frau. Heißt das. Wie wird man das? Du weißt, dass du es bist, dann bist du es. Auf wen stehst du? Ich bin Pan. Also ist mir, das Geschlecht ist mir egal. Musst du nicht verstehen. Ja. Zur Verteidigung, ich habe heute ein bisschen Köfte gegessen mit richtig Knobi, Digga. Nur wegen Sicherheit, ihr wisst. Hier laufen Männer rum. Digga, die mit den Blicken, die ziehen dich aus, Digga. Die wollen zecki-lecki mit dir, Digga. Ich hab... Och, was geht ab, Freunde? Warte. Hä? Nur, wir sind hier eigentlich nur hier, um Leute zu nerven. Langeweile. Mann, Olli. Sie sind für mich eine kleine Zuckerperle. Zuckerperlchen. Dreh mich nicht, du Bastard. Das ist ein Statement. Was wollen Sie damit verkörpern? Wenn man sich mit meinen Transfreunden anlegt, dann legt man sich auch mit mir an. Was machst du, wenn man sich mit denen anlegt? Dann versuche ich, meine Freunde so weit es geht zu beschützen, sowohl mental als auch physisch. Das finde ich jetzt nicht schöner eigentlich. Hast du aber schon mal jemanden geboxt? Also nein, noch nicht, aber wenn jemand zu weit gehen würde, dann würde ich das machen, ja. Richtig. Welche Pronomen hast du? Alle. Auf wen stehst du? Ich bin bi, aber mit einer Präferenz für Männer. Sind Sie ein Mann? Nee. Ein Mädchen. Na wie? Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Your dog. Ja. Walk like a dog. No. Why not? Ich bin sehr müde. Gimme. Ich bin Doc. Ich bin Doc. Tanz mal so? Nee. Warum nicht? Nee. Tanz du mal? Nee. Welche Frauen findest du geil? Was müssen die so haben? Bubis? Bubis? Ich kann nicht reden, ich bin voll geschockt, Digga. Hallo, was geht? Wie alt sind Sie? Ich bin 20. Nö. Doch, ich bin 20, doch. Nö. Wie nö? Auf was stehst du? Kokorini? Kokorini. Eww, und du? Ah, ich bin Tobi. Mann oder Frau? Nee, ich bin, also Mann, also trans halt. Was? Trans, also Mann. Warst mal als, bist du als Frau geboren? Ja, ja. Wirklich? Ja. Guck mal, einfach mehr Bart als ich. In 5 Jahren kann man sich so körperlich so richtig... Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hab meine Mastik gehabt, also ist halt Brustentfernung. Die höchste Klitten, das ist halt Gebärmutterentfernung. Und ich habe jetzt im Oktober habe ich meinen Aufbau, also dann kriege ich mein Gerüst, sag ich mal, ne? Untenrum. Das ist ja ultra krass, oder? Ja. Und auch schon mal hier jemand geküsst? Nee, tatsächlich noch nicht. Willst du? Gerade nicht. Warum? Echt nicht. Mann oder Frau? Mir egal. Auch trans? Ja. Auch Pan? Ja. Charakter tatsächlich. Was muss der Charakter charakterisieren? Wie? Was hat der Charakter? Was soll der Charakter charakterisieren? Muss nett sein, muss freundlich sein, muss was haben. Dass, wenn ich diese Person jedes Mal sehr gute Laune habe, sowas halt. Hast du es bei mir? Bisschen. No. Was ist das? Cheeseburger. Oh, du bist richtig süß, Mann. Ich mag dich. Du hast einen guten Charakter. Bis dann.
Und auf welcher Suche sind wir? Wir suchen nach einem schönen Tag. Also ich finde es wunderbar. Und Mann? Alles Mögliche. Mann, Frau. Du bist auf jeden Fall heiß. Ich bin heiß? Ja. Ich finde dich auch sexy Maxi, ja. Sind die echt? Achso, die sind echt. Ne, ich meine hier die beiden hier. Ne, hier die beiden hier. Achso, die sind echt. Das ist tatsächlich meine Männertittchen noch. Kennst du den Skyline TV? Der erinnert mich ein bisschen an dich. Hi. Juckt's dich? Soll ich kratzen oder soll ich schlagen? Warum hast du denn so ein Halsding? Sieht schön aus. Schwarze Gürtel im Lalala. Vielleicht. Was such mal? Gerade nach meinen Freunden. Und ist doch einer dabei, den du mal. Nee, meine Freundin wohnt in Schwerin. Ach, du hast eine Freundin? Ja, ich bin auch trans. Also, du warst eine Frau oder was? Nein, andersrum. Verrat mir mal, wie ein richtig geiler Kuss aussieht. Ich würde es gerne demonstrieren, aber meine beste Freundin ist leider nicht hier. Und wie wär's, wenn wir es machen? Nee. Finde ich etwa nicht hübsch genug? Na, die Damen, hallo! Hi! Wohin fliegen wir? Wohin? Keine Ahnung, ganz hoch zum Kölnerdom, ja! Yeah. Erstmal auf die Domspitze und dann sehen wir weiter. Und setzen wir uns da auch hin? Ja, klar, natürlich. Und wie tief wird es gehen, wenn man sich auf den Dom setzt? Ja, mal sehen, so. Also ich schätze mal so 150 bis 200 Meter bestimmt. Okay. Kann man die Brüste shaken, komm! Und wie läuft's? Soweit ganz gut. Und heute schon Küsse gesammelt? Ein paar auf jeden Fall. Ja? Zwickt es? Nein, das ist kein Stück. Wie lange hast du dich schon gewohnt daran? Boah, mehrere Jahre jetzt. Nochmal, zieh mal richtig hoch. Ah! Oh. Ist das dein Freund oder was? Ja. Geh dich gar nicht. Darf ich dein Freund sein? Wer weiß. Streng dich an. Sie sind die schönsten Frauen, die ich heute gesehen habe. Bitte? Sie sind die schönsten Frauen, die ich heute gesehen habe. Oh, vielen Dank. Und wo kommen Sie her? Wir? Stuttgart, Ulm, die Ecke. Da wohnen wir halt. Sie sind beide dann quasi zusammen, oder wie kann man das verstehen? Ja, so kann man das verstehen. Und ja. Sie küssen sich auch gelegentlich? Ja. Durft man das einmal sehen zur Überprüfung der wesentlichen Tatsachen? Was will er jetzt? Also Sie wollen es nicht. Hast du es drauf? Ja. Bist du auch ein? Nö. Und Sie machen beruflich was? Ich bin LKW-Fahrer, beruflich. Fahrerin. Und was haben Sie vorne drin? Wie ist Ihr Name im LKW? Wie nennen wir Barbara? Alexa. Alexa. Bist du gut im Lexa? Ja, natürlich. Was ist denn da los? Hier vorne? Aber Sie haben schöne Beine. Zeigen Sie mal das Bein. Oh, guck mal. Zeigen Sie. Oh, Jesus. Ja! Geil! Oh. Ja. Wir müssen jetzt so langsam heimfahren nach Stuttgart. Stuttgart! Ich habe schon viel in meinem Leben erlebt. Aber also, mein Gehirn ist wie auf Reset, Digga. Ich kann manchmal fehlen mir die Worte, Digga. Ich bin erschöpft auch. Du warst doch im Dschungelcamp oder was? Natürlich! Digga, ich fand dich so sympathisch, du bist richtig süß. Ich habe alles gefressen, was es zu fressen gibt, ja? Ja? Geil, oder? Auch den Rinderpimmel. Alles, hier den Schweinepenis, alles gefressen, ja? Arno, alles! Aber nur im Camp? Ja, wer weiß. In wen ist denn so eine wunderschöne Dame wie Sie verliebt? Sie. Nee, wirklich? Schotte, ja. Oh, wie schön. Wie hast du das gemacht? Oh, ich liebe sie halt, sie liebt mich. Das geht ja, aber wie hat das funktioniert? Anmachspruch? Mit dem S. Wen liebst du? Mein Motto ist, wen ich liebe. Ja? Er liebt doch nicht. Bist du lesbisch? Nein. Nicht? Nein. Schon mal probiert? Nein. Willst du mal probieren? Nein, wir wollten ein cooles Bild machen. Ja, dann mach doch mal ein sexy Bild. Zeig euch doch mal. Oh, was machen wir hier? Was machen wir hier? Ich habe einen Freund, mit dem bin ich zusammen. Und was ist mit der netten Dame? Das ist meine Schwester. Echt? Ja, die ist sogar jünger als ich. Hast du schon mal vom anderen Ufer getestet? Nee. Echt nicht? Zu vergeben? Ja. Und hast du schon mal vom anderen Ufer getestet? Ja, klar. Ja? Natürlich. Ehrlich, wie war das? Natürlich. Sehr gut. Wer ist besser? Mein Freund ist immer besser. Aber andere sind auch gut. Geil, oder? Ja. Alles gut. Was ist da los? Ja, I love Mavs halt, ne? Hast du schon mal eine alte Frau getastet? Ja. Ja? Wie alt war die? 50. 50?
Der Karottenheidi! Sie war auf einem Streich. Sieben Stück! Sieben, jawohl, ja! Darf man sich darauf setzen? Ja. Geiles Sauno! Wen liebst du? Alle. Alle? Männer und Frauen? Ja. Hey! Pippi! Pippi Langwurm! Ja. In wen sind wir verliebt? Was macht diese Fotos? Ja? Eine Frage. In wen bist du verliebt? Bitte? In wen bist du verliebt? In niemanden. Mann oder Frau? Mann. Ja? Ja. Und du? Hi, was? Mann. In wen bist du verliebt? Für was steht das hier? Prinz raus. Du Sau, Alter, du Sau. Weitermachen. LGBTQ, guck mal, ich sag so, ich hab nichts gegen die alle, ich gehöre selber dazu, ich bin trans, aber ich sag euch, diese Schwulen und diese Lesben, die sind unnötig. Ich sag euch ehrlich, die sind unnötig. Sag ich, das ist meine Meinung dazu. Was bist du? Du bist trans. Ich bin trans. Warst du meine Frau, oder was? Ja. Sieht man doch, oder nicht? Warum droppst du dann so welche Sachen? Das macht ja gar keinen Sinn. Doch, macht einen Sinn. Guck dir die alle hier an, die können sich alle nicht entscheiden. Die sind hier, ich, guck mal, ich hab das auch richtig, ich bin Single. Aber die meisten hier sind in einer Beziehung und die denken, die wären krass, wenn die mit jedem zweiten rumlecken. Ich hab gesagt, dass du hier rumleckst. Nicht, nein, nicht die, alle hier. Das ist mein Freund. Ihr seid zusammen? Ja. Hä? Hier los. Ja, was los? Und auf wen stehst du so? Auf wen stehe? Eine Person, die ist aber nicht hier anwesend. Ja, wie heißt sie? Lilly. Wie bist du, warum findest du die so toll? Weil sie toll ist. Lilly, wenn du das siehst, ich liebe dich, ich trage immer noch dein Armband, Bruder. Bruder. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Toleriert die Menschen einfach. Ist doch egal, wen die lieben, aber toleriert sie einfach. Akzeptiert sie.